Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von GTA 5 Let's Play, Folge 6. Hier Izzy und OG. Jo, der Izzy wird jetzt mal direkt loslegen und ich werde euch ein bisschen erklären, was jetzt passiert ist und so weiter. Yes! Gerade spielst du Frank? Nee, du spielst gerade nicht Franklin. Sondern den anderen. Genau, du spielst gerade den Michael. Und wir haben gerade... Oh, fuck. Hast du es gelesen? Nein. Eine Bude abgerissen. Okay, ganz kurz. Okay, wir verfolgen erst das mal gleich kurz. Scheiße. Wir haben uns mit Gangstern angelegt. Weißt du jetzt Bescheid? Was ist jetzt los? Da sind welche hinter uns. Und jetzt? Du musst abhauen erstmal. Abhauen? Ja. Mit der Karre? Ja. Ich versuch's, fahr. Schüttel die Leute ab. Du bist doch unser Executive Car Driving Assistant. Aber die Spannung muss weiterhin auf dem... Ja. Okay, jetzt kann ich euch ganz kurz erklären. Wir haben... Ah, okay, du kannst sogar wechseln. Dann wechsel rüber. Weißt du, wie es geht? Weißt du, wie man wechselt? Zum Franklin, dann kannst du mit dem Franklin nämlich schießen. Ich will aber nicht schießen. Ich muss kannst jetzt hier natürlich weg. Auch. Ja gut, dann fahr. Aber er schießt doch schon super. Ich muss auf jeden Fall hier erstmal weg. Voll der Stress hier. Mann, die Karre ist aber auch eine Katastrophe. Ich glaube, das ist vielleicht gut. Zumindest sagt es das Spiel. Du kannst ein bisschen wechseln und dann wieder mit dem anderen. Okay, wie wechsle ich jetzt? Runterdrücken und dann mit dem rechten Stick. Wenn ich runterdrücke, kommt das komische Fruit-Handy. Runter? Nee. Runter? Genau, und jetzt hoch. Genau. Und jetzt bist du Franklin. Aber ich fahre immer noch. Runterdrücken. Hoch und loslassen. Jetzt. Jetzt. Genau. Als Beifahrer halt L2 gedrückt, um zu ziehen und drücke R2 um zu schießen. So, jetzt kann ich erklären. Wir haben in der letzten Folge, haben wir, für die sich gesehen haben, ein Haus abgerissen. Oder die Veranda. Und wir dachten, das ist die von unserem, von dem Tennislehrer unserer Frau. Von Michaels Frau. Das war es aber jetzt anscheinend nicht, sondern von der Frau, bei der der Tennislehrer abgehauen ist. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber wir haben uns auf jeden Fall tief in die Scheiße eingebrockt. So, ich habe jetzt schon wieder gewechselt, weil irgendwie haben wir sie anscheinend schon abgehangen. Das heißt, ich muss jetzt wieder fahren. Okay, genau. Es ging ja jetzt irgendwie flott. Ich hätte einfach direkt die abballern müssen, dann wäre, glaube ich, alles gut gewesen. Genau, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Mann, du kannst doch jetzt nicht direkt vor seiner Haustür Leute überfahren. Ich habe keine Zeit für so eine Blödsinn. Mann, alles cool. Ich meine bei dir, mental. Ja. Keine Zeit für so eine Blödsinn. Ja, aber das haben wir doch relativ schnell geschafft. Und deine Mütze ist ja voll warm. Ja, deine auch. Nichts weg da. Hey, das ist echt voll die Bromance bei dir. Kann sein, dass sie sich jetzt nach oben lieben im Schlaf. Oder jetzt küssen zumindest. Oder auf den Kaffee mit hoch dann. Oh fuck, jetzt geht's noch weiter. Willst du ballern? Okay, jetzt ballern. Do you know who I am? Do you know who I am? Weißt du, wer ich bin? No, you? You? I think so. Good. Who you are, I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Was macht der? No. Franklin. So. Hä? Instagram, Facebook? Gibst du mal, Franklin? Who am I? Twitter? I think Martin Madrazo. Good boy. Wieso gibt er denn den Führerschein? Give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael. Ich glaube, wir haben uns mit dem Falschen angelegt. Ja. Oh! Frage hat sich erledigt. Der Vermutung. Hat's bestätigt, Well,
Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. Of course? Komm schon! 2,5 Millionen! Wer kann das nehmen? Of course. Daran soll's nicht scheitern. Anscheinend. Damn, you alright? Never better. So what now? Immer einen lässigen Spruch auf Lager. Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Jetzt geht's los. I think he's in town somewhere. Come on, let's track him down. Just give me a little alone time, alright? Alright, though. Okay, also. Perfekte Scheiße. Oh, scheiße, jetzt muss ich ein bisschen länger arbeiten wegen den 2 Millionen. Oh. Scheiß Überstunden immer. Bestanden. Läuft. E-Beratung. Nicht ein Kratzer, ey. Silber. Drive-By-Killer, alles für mich, aber. Egal. Passt. YOLO. Silber trotzdem. So, jetzt wird mal wieder ein bisschen gefahren. Naja. Is this still the number for Lester Crest? Du willst immer fahren, who's ne? Asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... I don't Hello? Want to argue, okay? Schon ich dachte, vielleicht steht irgendwo unser Auto, aber müssen wir wohl eins klauen. Sehr zweidimensionales Gras da, wo die Leute drauf liegen. Psst. Zweifle nicht an GTA. Nee, das tue ich nicht. Mm-mm. Oh, dieser Wagen sieht so aus, als will er von uns genommen werden. Ja. Was ist das? Du kennst dich aus mit Autos. Ist das ein Mercedes? Das... Nee, Audi. Guck, das sind auch die vier Ringe, die der Phil meinte. Letztens. Diese vier Ringe da hinten drauf, das sollen was wahrscheinlich die Audi-Ringe sein. Was ist denn die Spezialfunktion von dem? Doc, hey. Du bist doch immer noch Franklin gerade. Wir rufen gerade den Doc an, ja. Nee, wir sind Michael. Achso, oh. Dann muss man ausprobieren. Geht nicht. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come. Jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich Missionen, die wir machen können. Wir haben ein F. Zwei Fragezeichen. Ja, wir können auch noch einfach zum Doktor gehen. Was ist denn das? Er kann ja, kannst ja komplettes Leben führen. Oh, mal einen Hydranten schnell rausgehauen. Da unten ist eine Filmkamera. Kann man da einen Film drehen? Kannst YouTube-Videos drehen. Lass mal eine Folge YouTube. Ja, komm, drehen. Wir brauchen 2 Millionen, dass wir schnell YouTube-Videos drehen. Dass wir schnell einen Kanal erstellen und ja, so. Das geht ja ratzfatz. Kein Problem, yo. Bro. Keine Ahnung, yo. Du musst ja so dazu machen. Oh, das ist aber ein schneller Wagen. Ah! Ah, schneller Wagen gewinnt. Was ist denn für ein Taxifahrer, der noch. Oh, der ist tot. Der noch hinterhergefahren ist. Der war nur ohnmächtig, er hat's kurz. Oh, die Heckscheibe ist kaputt, man kann durchsehen, aber YOLO. Ich finde aber im Endeffekt sieht's besser aus. Echt? Die Klimatisierung wird besser sein im Auto. Die Aerodynamik ist nämlich also wir viel brauchen besser, definitiv nicht mehr so viel Sprit für Klimaanlage, das kann man eigentlich sagen. Genau. Hey, ich würde eigentlich den Wagen zuliebe abgeben müssen und den Car Assistance Driver, aber... Aber? Ich will fahren. Bitte. Ja, also fahr wenn ich. Du das okay findest. Ich fahre gerade, glaube ich, ein bisschen super. Falsch. Alles super. Ich hätte zwar jetzt die Betonmischer da genommen, aber... Echt, du hättest den Betonmischer, bist du gefahren sind. Wärst zwar damit niemals angekommen, aber... Doch, doch. So, jetzt, warte mal, ich muss jetzt mich mal... Ich konzentriere mich jetzt mal ganz kurz. Okay. Fest. Dann legen wir eine Ruhesekunde ein. Das war's. Nee, du darfst sehen. Du musst dich nicht konzentrieren. Ich muss mich. Na gut, dann gucke ich dir ein bisschen zu, wie du die Hydranten. Ey, ich habe gerade den Hydranten nicht erwischt. Aber du den da? Nee. Auch nicht. Mann, wo wohnt denn dieser Lester-Schwester-Typ? Ja. Am Arsch der Welt. Ah, da sind wir doch schon. So, jetzt. Du darfst dann beim Lester weitermachen, okay? Na, klasse.
Ja, die Alte ruft. Nö. Sehe ich nicht ein. Was wollte die? Ja, keine Ahnung, die Frau. Nette Dame. Da, wir gehen mal jetzt hoch zum... Eine nette junge Dame. Oh, ihr juckt. Juckt, juckt. Mhm. Juckt nicht. Erstmal drüber klettern. Scheiße. Der hat ja einen Zaun ums Haus. Komm ich nicht rein. Ja, du hast doch Füße. Und Arme. Und einen Kopf. Da rüber. Nee, da hinten ist eine Tür. Tür. Nee, oder? GTA. Das ist ein Busch. Das ist ja geil. Willst du da jetzt ein Kind vergewaltigen oder warum hängst du da drin rum? Halt. Nein. Alter, damn. Einfach drüber. Ich würde sagen, du hast ja ein bisschen dein Kinn aufgeschlagen am Zaun. Ah, so. Du willst natürlich auch. So. Den altbewährten Trick wieder aufs Auto und dann oben rein, oder was? Nö, nö. Einen Eingang benutzen? Das glaube ich nicht. Nee. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Kreis. Hä? Ja, das ist noch ein Haus weiter. Siehst du irgendwo einen Missionskreis? Scheint, als wäre der ein Haus weiter, ja. Vielleicht hätten wir auch einfach die nette junge Dame mitnehmen müssen. Ah, okay. Hier. Ach so. Der ist ja ein Badass. Wer ist jetzt der Badass? Das sind wir. Hat der jetzt ein Labyrinth daheim und muss jetzt durch? Gib mir eine Minute, gibt's nicht. Eine Crackhöhle hier. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. Ey, das sieht aus wie der von Little Britain. Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean. I need something done, you need to know something, so... Will der auch noch was von uns? Sind wir Robin Hood oder irgendwie... So you're back in the game? Superman? Back in the game. Robin. Los geht's. What happened before. I know you never mentioned my name. Ich bin kein Superheld. Not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink. And a wife who don't love you no more. Yeah. Hey, die hat uns mal geliebt, Schlampe. Jetzt hast du es ausgesprochen, ne? Guck mal, da hängt überall Facebook. Shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Pornoseiten. Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. Der Wunsch klingt gut. You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here. Mickey. Take this, Mickey Mouse. Mikey. Retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here. Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing. I'll find something. Just like the old days. Also müssen wir uns jetzt umziehen gehen. Ich meine, wir sollen uns wie so ein Mathe Suburban Laden in Vinewood. Oh Mann. Einen freshen Rucksack haben wir schon. Komm, dann geh mal davor. So, die Karre hast du jetzt natürlich. Ja, die Karre, nimm die Karre. Die da. Ah, ja, die schicke. Weil in der Neighborhood weiß ich schick. Nicht. In der Neighborhood werden wir, glaube ich, jetzt direkt abgeknallt dafür, wenn wir das jetzt klauen. YOLO. Siehst du? Der schlägt erstmal krass die Scheibe an. Alter, das ist realistisch. Der muss sogar noch hier. Kein Problem. Krass. Das flasht dich jetzt, ne? Das flasht mich mega. Aber wo fährst du hin? Ich sollte doch erst da runter. Nein, du sollst doch hoch. Ich fahr da runter. Nein! Na klar. Nein! Na klar. Nein! Wie oft soll ich noch Nein sagen? Nein! Ah, doch jetzt. Als Navi braucht ihr ein bisschen. Ich glaube, das ist die erste normale Karre, die wir fahren hier. Die ist relativ normal, oder? Ist die schnell? Nee, geht, oder? Standard, ne? Ist jetzt nicht die schnellste, aber die kann man relativ gut lenken. Ja, ist ganz nett. Ganz nett.
Anderes Radio, oder? Was, gibt's hier schon ein Lieblingsradio? Hat irgendwer von euch schon ein Lieblingsradio auf GTA 5? Würde mich mal interessieren, was ihr immer so hört hier. Chronix. Buzzhead. Ey, in 1 Kilometer sind wir schon da. Gib Gas. Gib Gas. Na, mehr geht ja nicht. Rechts überholen ist verboten in Deutschland, in den USA auch. In Deutschland, in den USA. Wobei, auch. Nee, in den USA ist es erlaubt, soweit ich weiß, rechts überholen. Die fahren ja auch alle gleich schnell da. Nee, ich glaube. Wie er überlegt hat. Ich überlegte mich gerade nicht. Ich glaube, das war, weil du in den USA oft bei der Autobahn sogar von links kommst und deswegen musst du, glaube ich, sogar rechts überholen. Aber ich weiß nicht mehr. Es gibt ja sowieso. Wenn du dich jetzt vertan hast. Es gibt, ja, ich muss mal ran. Ich weiß nicht mehr genau, wie es in LA war. Aber ich weiß auch, ganz links gibt es voll oft auf der Autobahn, auf dem Highway, gab es immer eine Spur. Wenn in einem Wagen mehr als 2 Personen sitzen, dann dürfen die ganz links fahren auf dieser Fast Lane oder irgendwie sowas, wie hieß die. Das ist quasi, dass die fördern, dass mehr Leute Fahrgemeinschaften bilden. Weil da ist halt echt so, jeder fährt alleine, die fahren immer mit dem Auto, also das ist kein Klischee, die fahren echt immer alleine überall hin mit dem Auto. Voll krass. Oh, jetzt kleiden wir uns ein mit dem geilen Rucksack. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky. You. Geek. You lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Oh, nerv mich, ey. My dad. Now you're in a different generation. What? Kann es das nicht einfach geben? A vest and some cargo shorts. Vest and cargo shirts. Ja, dann kauf mal. Passende Kleidung. Kauf. Drücke hier um rechts. Nee. Die sollen aussehen wie Mathe-Streber, oder? Mathe-Streber? Ah, das war ganz okay für Mathe-Streber. Nee. Das sieht aus wie Big Bang Theory-mäßig. Ja, das ist okay. Nimm das. Welches? Schlicht. Wir wollen ja nicht aussehen wie ein Welches Vogel. Schlichte willst du jetzt das, haben? Das. Ja. Das sieht am coolsten aus. Ja, eben. Das soll ja trotzdem cool aussehen. Wir sind Millionär, Mann. Wir können doch nicht aussehen, rumlaufen wie so ein Trottel. Na gut. Und jetzt brauchen wir noch. Müssen da ja noch eine Weste hier. Auf jeden Fall. Oder das. Eine Hose. Cargo Shirt. Alter, wir haben hier nur $7,700. Ich dachte, wir sind Millionär. Das ist die Frage, nehmen wir jetzt was eher Wir können jetzt natürlich noch ein Tutorial irgendwo angucken, wie man sich richtig kleidet. Gibt sicher irgendwo Tutorial. Als Mathe-Nerd. Das finde ich okay. Das meinst du? Creme-Farben vielleicht. Oder so. Ja, vielleicht Creme-Farben. Oder so. Dunkel oder hell? Ich kann mich nicht entscheiden! Ja, dann mach ich das. Das ist so schwer! Hell. Ne, dunkel war's, oder? Okay, jetzt sind wir fertig. Ja, sehr gut. Müssen wir noch bezahlen oder kann ich raus? Ja, nee, wir haben ja schon quasi bezahlt beim Anziehen. Ah, okay. Muss jetzt aber beeilen, dann lauf. Ja, alles klar, raus. Jetzt müssen wir zum Büro in die geile Karre. Live Invader. Willst du zurückfahren? Ja. Alles klar. Der Wagen erinnert mich ein bisschen an den DeLorean von. Jetzt fährst du aber in die falsche Richtung. Die Lester-Schwester ruft an. Nee, wir rufen. Oder wir haben, glaube ich, ihn angerufen. Die sind ja ständig am Telefonieren. Ja, und dauernd bei dem Fahren. Oh. Und vorbei. Wir wissen immer noch nicht, was ein Special Move ist, ne? Nee. Der Balken unten ist voll, aber. Nee, du hast auch eher Bock auf Schnellfahren. Eher Bock auf Schnellfahren, ja. Warum biegt der auch ab? Warum macht der auch keinen Schulterblick? Okay, es hat. Einen Schulterblick hat jetzt nichts gebracht. Also ich bin ja schon fast da, ich rushe hier richtig hier durch. Als wäre ich ein Russian. Verstehst du? Ja, hab ich verstanden, Russe. ja. Halt dein Maul los. So. Geht zum Hintereingang. Hintereingang? Bam! Erstmal den Leuten zeigen, was du kannst. So. Go. Hintereingang. Das ist der Hintereingang. Okay, was Kippe an. Hey. Schauen wir den K.O. bitte. PM's pushing for more functionality. Functionality. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later.
Oh, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Boah, was labert der uns voll? Der denkt echt eiskalt, wir sind einer von denen. Wir haben doch gar nicht das Ding. So ein Ding da hängen. My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. Yeah, klar. You gotta do something for me. So schnell geht das. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. So, wir werden jetzt dem Programmierer gleich folgen, aber das gibt's dann morgen auf Yplay. Ich bin gespannt. 5 Let's Play. Bis morgen dann und viel Spaß mit den anderen Folgen noch, wenn ihr die nicht kennt. Bis dann. Ciao. Ciao.